Und damit, okay, hey, oh Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu Newer Super Mario Bros. Whee! Ein NSMB Wii-Hack vom Newer Team, was mittlerweile, glaube ich, sogar gar nicht mehr zusammenarbeitet. Da gab es Stress oder so, wenn ich das alles richtig in Erinnerung habe. You are fake news. Viele fragen sich, warum NSMB Wii-Hacks und keine NSMB U-Hacks? Wen juckt? Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Mario und seine Freunde sind auf Yoshi's Island gelandet. Aber, oh Schreck, es ist nicht lange her und Prinzessin Peach ist verschwunden. Was ist denn das? Sieht so aus, als wäre es Bowser mal wieder. Wunderschön sieht das hier aus. Welt 1, Yoshi's Island, Palm Beach. Da sehe ich mich. Ich würde sagen, wir starten direkt her. Ich habe mega Bock. Ich habe das damals als Kind gesehen und habe 10 Jahre meines Lebens damit verschwendet, herauszufinden. Okay, es ist ein bisschen verzögert alles, aber das ist okay. Herauszufinden, wie ich das im Wii Shop herunterladen kann. Ja. War als Kind ein bisschen lost, aber das ist okay. Als Kind hat man natürlich noch keine Ahnung davon. Und ich habe es bis heute noch nie gespielt. Und heute ist es tatsächlich das erste Mal. Das Einzige, was mich stört, ist, dass ich es mit Steuerkreuz spielen muss. Aber das soll uns nicht aufhalten, hier heute diesen wunderbaren Hack zu erleben. Die Musik ist skandalös schön. Gibt mir so richtige Sommer-Vibes. Geh mal hier rein. Da kann man safe rein. Ja, dachte ich mir doch. Musik ballert. Oh, die Musik ballert. So. Was ist mein Ziel? Spaß zu haben und so viele Starcoins wie möglich mitzunehmen. Betonung liegt auf so viele wie möglich. Wir werden natürlich nicht alle machen, ihr kennt mich. Ich will Spaß an dem Spiel haben und nicht 100% grinden. Ich versuche so viele wie möglich mitzunehmen. Deswegen habt keine Hoffnung, dass ich jetzt volle Kanne straight up danach suche. Die, die wir finden, sind okay. Und Nein, ich sterbe hier nicht. Es geht gut los. Da befindet sich ein Yoshi. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Yoshi. Wie geht's dir, Leute? Ja, eigentlich ganz gut. Ich wollte nur ein bisschen umhängen. Hallo. Okay. Das war easy. Es ist auch noch das erste Level, ich weiß. Da ich das Spiel ewig nicht gesehen habe, weiß ich nicht, was alles drankommt. Ich wurde gerade eben im Title-Screen, wurde mir eine Herbstwelt gespoilert. Und ich weiß von der japanisch angehauchten Welt. Das war es auch schon wieder. Wahrscheinlich die Standardwelten. Graswelt, Eiswelt, Wüste oder sowas. Aber keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Oh, hier hätten wir den blauen Yoshi haben können. Naja, wir machen erstmal mit dem gelben weiter. Bis jetzt leistet er noch die Dienste. Die Wii-Steuerung ist tatsächlich ein bisschen schwammiger als die neue NSMB Wii U-Steuerung. Aber das soll mich auch nicht aufhalten, hier das Ganze zu erleben. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Channel. Dann verpasst ihr nichts mehr davon. Oh, oh. Vor allem die Yoshi-Steuerung ist schwammig. Und sonst, wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch ein Like da lassen. Das würde mir zeigen, wie sehr ihr mich, der das Game supportet. Ist das nicht? Doch, und hier unten ist eine Ranke. Nein? Okay. Ich kenne das aus einem anderen Hack. Das ist mega fies. So, wir bekommen was. Und zwar eine Eisblume. Ganz skurril. Oh mein Gott, das ist mega unnötig, sowas zu machen, weil niemand sammelt das ein. Aber allein, dass es im Spiel ist, heißt... Das hier wird mit Liebe gearbeitet. Mit Liebe, Leute. Oh mein Gott. Halt, das Run-Up nehme ich aber mit. Oh, ich habe Angst, ob der zurückkommt. Erstmal nicht, jetzt aber. Bumm. Zack. Ausgewichen. Wie? Weiß ich nicht. Ja, ich wusste. That was my prediction. So. Ist hier schon das Ziel? Nein. Wir haben noch 300 Sekunden. Also zeitlich gesehen, krass. Manchmal muss ich rüber auf den anderen Monitor gucken.
wenn ich was nicht ganz erkenne. Weil der ist ein bisschen krasser. Im Übrigen ist es euch schon aufgefallen, das ganze Game läuft hier in wunderbarstem Full HD. Fitness Darkon. Gut, aber die werde ich noch nachholen, ganz sicher. Deswegen sehen wir uns gleich wieder und ich hole die Starcoin nach. Ah, hier geht es rein. Ist sie hier auch versteckt? Ja, okay. Gut. Hätte man sehen können, aber kann passieren. Es tut mir leid. So, steppen wir erstmal in Yoshis Haus? Okay, was gibt's denn hier Spannendes? Auf jeden Fall laggt es ein bisschen. Es gibt Schalterpaläste. For real jetzt? Oh mein Gott, dieses Game ist so genial in jederlei Hinsicht. Also der Hack, nicht das Game. Also das Game bestimmt auch, aber der Hack. Dann machen wir weiter mit 1, 2. Ich sag so, 4 bis 5 Level, kommt drauf an, wie lang sie sind, pro Part. Und dann halt mal gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sag, zwischen 20 und 30 Minuten folgen. Vielleicht auch mal länger, wenn es irgendwie was Krasses gerade noch zu tun gibt. Sache ist, man könnte die halt in jede Röhre rein, gell? Oh, das feiere ich gar nicht. Röhren abchecken ist nicht so mein Fall. Aber Yoshi mitnehmen, das schon. Ich finde auch diese Animation, wenn er rauskommt, da kommen so Blumen mit. Die sind normalerweise nicht da dabei. Hier oben? Okay. Ja, ein Run-Up. So. Ich fühle, also so wie Yoshi springt, fühle ich ihn noch nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich noch mit warm werden. Das ist gut, dass wir beim ersten Checkpoint sind noch keine Starcoin haben. Und die erste Starcoin haben wir. Ist die zweite. Okay, wir haben eine verpasst. Wir haben hier so viel Zeit in den Leveln. Ich würde sagen, wir steppen gerade nochmal zurück. Frage ist halt, wo? Könnte was sein, nein? Hm. Ich bin mir sicher in einer Röhre. Aber in welcher? Welche ist denn so auffällig, dass man reingehen könnte? Vielleicht doch eine von ganz am Anfang? Ja, aber das war... Wie geisteskrank, man kommt einfach unten wieder raus. Wie cool. Oh, okay, dann erkennt man es, aber dann war das Lost von mir. Ja, okay. Ich werde mir natürlich viel Zeit nehmen, das Ganze nicht speedrunnen. Ja, wenn euch das zu lang geht, guckt euch nicht an. Doch, man erkennt es so. Oh mein Gott. Man erkennt es sogar, weil hier die Ecke unten. Die ist leicht gelb. Da sieht man den Ausgang der Röhre. Okay, man kann drauf kommen. Okay. Ja, wusste ich nicht. Sorry, guys. Man kann auch nicht alles wissen. Und mit sowas rechnet man auch nicht. Mit so einem geisteskranken Secret schon direkt am Anfang. Also, was heißt Secret? Mit so geisteskranker, Innovation an der Stelle. Props an das newer Team. They are amazing, man. Das ist krass. So, hier ist wieder ein neuer Bereich. Slide down. Aber das Imperium und der Panzer schlagen beide zurück. Imperium, Karma und Panzer sind alles gleiche. Schlägt immer zurück. Oh, jetzt kommen wir ein bisschen in den Underground. Hatten wir vorher nur ganz... Oh, dachte ich, gette den. Stopp, Yoshi! Boah, ey, auch die Render Distance von den Shells etc. Was? Geh wieder, ich versuche natürlich wieder jede Röhre. Ich glaube nicht, dass hier was, vielleicht ein Item oder so drinne. Aber das hier, das ist... Da, komm, also das hier ist sus, oder ist das die Ausgangsröhre? Heißt, hier muss irgendwo eine Röhre geben. Irgendwo reinführt. Rot ist immer sus. Also Rot ist immer Among Us. Wer die hier?
Hier die rote ist auch sass. An was erinnern mich die Farben rot und... Ich weiß es nicht, aber an irgendwas erinnern sie. Ah! Jetzt aber war... Achtung, der kommt gleich zurück. Zack! Wunderbar! Wie kann man denn... Ja, lost. Oh, hier! Muss man hier einfach nur groß sein? Ja! Oh, lol, wir hätten nur ein Stück weiter müssen. Okay. Oh, what? Gegner, hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Natürlich kann er dann bis auf die Truppe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das ist erst weggegangen, nachdem wir die besiegt haben. Das gab es auch im normalen Game nicht. Wie geisteskrank. Und ich wusste nicht, dass der zwei Etagen springen kann, weswegen ich halt gedacht habe, er bleibt oben. Also Innovation wird hier groß geschrieben. Solltet ihr alle groß schreiben, vor allen Dingen im Deutschunterricht. Das gibt sonst Mecker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Wollt hier einen Balljump machen? Ja, reden wir nicht drüber. Akzeptabel, hab nicht mehr viel zu trinken, ich werde sterben, geil. Alle Starcoins natürlich mitgenommen. Und Shop? Wir schauen in den Shop. Das gibt's im normalen. Ihr müsst bedenken, das gibt es im normalen Spiel nicht. Das ist geisteskrank. Come on, das ist 4 und das ist dann 5. Ist das das Castle? Wie sieht das denn aus? Hey, das sieht ja alles so krass aus. Ey, das ist bisher der beste Hack, den ich je gesehen habe. Für die Wii. Oh, so, jetzt kommen die Jungle-Vibes. Oh, das sieht von der Textur her auch sehr strong aus. Hier ist was. Nein. Hätte Bock auf einen Pilz, ja. Und da sind auch Real the Wriggler, Leute. Grüße gehen raus an David, der das Video eh niemals sehen wird. Oh mein Gott. Ja, cool. Jump. Jump. Okay, ich hab's aber. Oh mein Gott, ich hab doch sogar gespinnt in der Luft. Oh, lost, 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 lost. Bitte, bitte nicht. Wriggler, Wriggler. Please. Come on, dude. Okay, okay. Einfach wird das Ganze hier nicht. Zumindest für mich nicht. Natürlich, Fails werden wie immer rausgeschnitten. Für euch. Ich will euch ja nicht unnötig langweilen. Und deswegen, ja. Wowie! Oh, oh, oh. Nee, not so nice. Wir haben auch seit 20 Jahren keine Starcoin mehr gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Sag ich. Oh, die können wir nicht free. Okay. Da unten ist eine Starcoin. Da komme ich doch mal vorbei und das ist die dritte. Hä? Das ist wirklich die dritte, aber wann, wo war denn die zweite? Oh, wir können hinter den Bäumen sein. Das macht mir irgendwie Angst, weil hinter den Bäumen können sich auch immer Sachen verstecken. Aber da haben wir doch das Level auch wunderbar erledigt. Ach ja. Alles, ey, das sieht echt krass aus. Also muss ich sagen, nicht schlecht. Doch, das ist, sowas finde ich halt krass. Also ihr müsst bedenken, es ist von Fans gemacht und da sind Sachen im Spiel, die es nicht gibt. Wir haben jetzt vorgestern am Freitag, am 19. oder, nee, am 18. November, am 18. November war die Modding Direct von Rimea und da wurde zum ersten Mal ein Tool introduced, mit dem ihr Custom-Elemente ins Spiel einbauen könnt. Mit Custom-Elementen sind natürlich Sachen gemeint, die im Spiel nicht sind. Also, das war lost. Neu texturierte Gegner zählen da nicht zu. Sondern halt Sachen, die es einfach gar nicht gibt, die gar nicht in der Programmierung vom Spiel sind. Jo, okay, beruhigt euch. Und der ist respawned. Wunderbar. Warte, bis er hochfährt. Ich glaube, das ist smarter. Mann, ich kann gar nichts. Wuhu, zack. So, letzter Versuch.
Und sonst hole ich die Off-Cam. Weil wir müssen immer so lange warten, bis der Cooper wieder da ist. Okay, aber wir haben sie, auch wenn wir nicht oben gelandet sind. Das zählt. Machen wir schnell weiter. Zack. Zack. Wah. Wahoo. Wah. Huh. Wahoo. Das ging denen doch jetzt dreimal schon durch den Kopf. Unbesiegbarer Cooper halt in. Zack, zack. Geld, 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 Geld. Sehr schön. Kann ich durch die von unten durchspringen? Ja. Das ist wichtig zu wissen. Also wenn es da oben nichts gibt, schade. Komm schon. Oh, da spawnen Coins. Ja, aber da merkt man halt, das wird mit... Wer weiß. Ich habe irgendwie dunkles Gefühl bei den Star Coins und hinter so einem Baum. Das wäre halt ein todesstronges Versteck. Ja, weil hier auch Coins sind, gell? Oh mein Gott, ich hab's gecallt. Legit, ich wusste das nicht. Oh mein Gott, niemand glaubt mir jetzt, dass das Let's Play blind ist. Egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht, es ist wirklich blind. Wie krass, ich hab das geschmeckt. Ich hätte das, glaube ich, auch so gemacht. Aber die Coins waren auch ein bisschen auffällig. Muss man schon sagen. Manchmal ruckelt das Game noch ein bisschen oder es läuft unsauber. Aber das soll uns gar nicht aufhalten hier. Das ist schon hier ein bisschen miese bringt. Ja, aber so ist das doch ganz easy. Kein Stress, kein Problem. Aber kein Problem. Ich wollte die da oben lassen, falls wir gehittet werden. Oh, oh, nicht jeden Cooper killen. Nein! Ach. Okay. Oh mein Gott, der kommt auf der anderen Seite wieder raus. Der kommt doch gleich zurück. Uiuiui. Einem. Das gibt mir Donkey Kong Vibes, sowas. Das ist halt krass. Wir haben schon wieder alle Star Coins. Das fühlt sich doch ganz nice an. Und hier ist auch das lecker schmeckotastische Ziel. Und das One-Up mitgenommen, Leute. Ah ja, das ist mega cringe. Hör auf damit. Niemand mag dich. Ich weiß, Guys. Ich weiß. Ach ja, ich muss das Mikrofon ein Stück höher machen. Ich mach das mal so. Ein bisschen mehr vors Gesicht, damit es entspannt ist. Ich würde sagen, wir machen noch den Tower. Und dann, ja. Ich sehe Bienenwaben und ich fühle es des Todes. Was ist denn das? Okay, also... sorry, aber alles okay, aber die Musik fittet halt null in den Tower. Und die ist echt overload. Nicht overload, overloud. Oh, 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 da kommt ein Cooper. Ja, den habe ich erstmal. Aber wieso falle ich denn da runter? Ich kann doch springen, oder nicht? Oh, 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 hier sind Teile der Stage verdeckt, wo sich dann nachher... Starcoins befinden können. Ja, aber die ist ja easy. So. Oh, und nach oben drücken. Das war auch die erste. Ja, wunderbar. Ey, wenn ich Hacker wäre, ich würde einfach in einem Level trollen und die erste Starcoin ganz nach hinten packen und die zweite als erstes, die dritte in der Mitte und die erste ganz hinten. Was tue ich? Einfach für den Troll. Einfach für den Troll würde ich das machen. Einfach so. Ah! Ah! Ja. Der Retry des Jahrtausends. Ah. Ich berühre sie doch. Ey, das ist so scary. Das ist so scary. Das ist so damn scary. Kann ich mich da auch halten? Looks like, ja. Das ist... Ich hab Angst. Das war die zweite. Das ist gut. Ihr hittet mich beide nicht. Dankeschön. Ehren-Coopers.
Das fliegt mal. Das Feuer fliegt durch das Gesicht der Koopas. Aber dafür kann das Newer Team nichts. Das ist die Programmierung von Nintendo. Und hier sind ein paar Kanten in dem, im Design, die nicht ganz so schön aussehen. Zum Beispiel hier. Ey, aber ganz ehrlich, wer sich über sowas beschwert, der hat den Rest des Games nicht gesehen. Also wirklich, der hat das Game einfach nur. Dingst. Hier hätte ich jetzt zum Beispiel noch eine Star-Coin versteckt. Ist auch egal, hier ist auch schon der Tower. Hä? Okay, also halt, der Boss. Ich weiß nicht genau, warum diese Striche da sind. Ich spiele das Ganze ja auf der Wii 2. Deswegen kann das passieren. Es gibt Custom-Bosse? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Was muss ich tun? Oh mein... Ja, okay, lost. Ich dachte, ich muss dich vielleicht damit abwerfen. Wie werfe ich denn? So. Das ist unfassbar. Ey, wenn ich jetzt sterbe, no way. Komm doch her. Okay, ein Treffer. Einer von... Ey, bitte nicht dran. Das ist... Boom, zweiter Treffer. Ah! Das war... Ja, okay, ich bin zufrieden. Hauptsache, ich hab's geschafft. Damit aber auch alle Star-Coins in dem Level gegettet. Und Guys, wenn euch das Ganze heute hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da, damit ihr... Genau, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ein Like könnt ihr auch da lassen. Wir sehen uns. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen. Ciao, ciao, Leute.